werden, Leute. Es gibt heute das letzte Warzone-Video auf Verdansk, bevor es dann nächste Woche in die neue Map geht. Das war kein Deutsch. Donnerstag kommt noch ein Video und am Sonntag, könnt ihr euch schon mal notieren, 10 Uhr das Best-of von allen Warzone-Videos auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich kriege das bis dahin hin, aber wenn das klappt, das wird richtig geil. Schreibt es euch in den Kalender. Wir haben nämlich jetzt hier auch schon mal von der neuen Caldera-Map die Karte und wir werden heute natürlich nochmal versuchen, so als Ziel des Videos vielleicht einen Win zu holen. Einfach noch ein bisschen Spaß haben, reingehen und hier eine geile Zeit haben. Und es gibt ja auch schon die Karte zur Caldera-Map. Hier gibt es so Farms, dann hier ist schon der Airport-Bereich, es gibt ein Minengebiet, dann gibt es hier so einen Fischereihafen oder ein kleines Dörfchen. Hier gibt es dann noch Docks und hier in der Mitte ist der dicke Vulkan. Mir stellen sich so viele Fragen gerade, aber bevor wir das aufgreifen, werden wir jetzt ins Video springen, Leute. Falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, gerne mal für weitere Warzone-Videos und Call of Duty-Videos abonnieren. Bekommt ihr auch vorab Zugang zur neuen Map, keine Sorge. Ganz viel Spaß, Leute. Let's los. Oh, lecker. Let's go. So, das schauen wir uns jetzt auch ein letztes Mal nochmal an. Ich werde diesen Überblick über die Map vermissen, Mann. Aber wir wissen ja auch nicht, ob die Map vielleicht nochmal wiederkommt. Ihr habt euch auch in den Kommentaren gestritten, ob jetzt die Map irgendwann nochmal einfach in einem Event oder so wiederkommt, Limited Time und so. Aber man weiß es nicht. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass sie so gar nicht mehr da sein wird. Also vielleicht... Vielleicht ja nochmal... Das war wieder so klar, dass er One-Shot landet. Aim, habt ihr nicht gesehen? Ich frage mich aber auch so, wie wird die Performance dann auf der neuen Map, ne? Also bekommen wir da ein bisschen ein Update und nicht so wie jetzt die letzten Seasons, dass es immer irgendwie ein paar FPS weniger waren. Der scheint mir irgendwie sehr nah. Eieiei, der war sehr nah. Oder wie? Leute. Ey, tut mir so leid, was ist denn mit meinen Händen los? Den haben wir schon mal. Wo ist der andere Kollege hier? Da. Ist der über mir? Oh, Rose-Skin, Mann. Ah ja, wie die Performance wird, ist halt auch so ein Ding, ne? Also aktuell spielt sie es bei mir eigentlich ganz gut. Aber es könnte trotzdem wieder besser sein. Ah! Den holen wir uns noch. Ich will hier Kills, Kills, Kills. Auch so, wie gut wird der Anti-Cheat, ne? Auch so eine Frage, die wir uns stellen müssen. Der ist gut. Ah! Zone rushed, okay. Er hat keinen Bock. Oh, oh. Ich bin tot. Ich bin nicht tot, da ist ein... Bitte. Run, run, run. Das wird so knapp. Leute, bitte. Einmal hier unten durch. Komm. Komm. Wir schaffen das. Nein. Es ist zu langsam. Nein. Ja, willkommen im Gulag nochmal. Vielleicht zum letzten Mal. Da wollte ich wieder zu viel. Erstmal einen Schluck. 2 für 1 und nur noch bis morgen. Ich glaube, mittlerweile habt ihr eh alle bestellt, deswegen wir gewinnen jetzt das Ding hier. Schimmeln oder? Ja, okay. Er ist maximal AFK. Das freut mich. Feindlicher Feind. Aber ich habe so Bock auf die neue Map, man. Einfach diesen Nervenkitzel wieder zu bekommen. Jetzt Endcircle und dann 1 gegen 1 und dann wieder Zweiter werden und so. Oh, ich habe so Bock. Aber Rico-Chat, Anti-Cheat, ne? Müssen wir uns mal erstmal durch den Kopf gehen lassen. Wir bekommen einfach einen wirklich funktionierenden Anti-Cheat, hoffentlich. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt. Drohne an. Alle Gegner sind Geister. Och, Leute. Ja, hier geht's auf jeden Fall übel ab. Super. Hier ist ja nur einer gestorben. Sonst war es das auch. Ah, wo ist der denn? Über mir, ja, super. Leute. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht. Das muss jetzt hier aber nochmal ein Banger werden. Oder halt auch der Vulkan, ne? Also da bin ich auch gespannt, ob wir dann... Dass irgendwas Eventtechnisches irgendwann wird, dass der ausbricht und dann sich die Map nochmal verändert oder so. Also da gibt es natürlich viel Potenzial. Aber ich hoffe einfach, die machen da was Geiles draus und konzentrieren sich wirklich auch sehr darauf. Und ja, so wie sie jetzt die Warzone-Integration hier die letzten Monate ein bisschen schleifen lassen haben, hoffe ich das einfach. Und Tobi! Ich wollte was Lustiges machen. Egal. Am wichtigsten wird, glaube ich, echt, wie gut der Anti-Cheat funktioniert. Und dann auch an zweiter Stelle für mich gerade Movement. Was? Ich habe geleckt? Ich glaube, das Einzige, was geleckt hat, ist dein Gehirn. Okay, hier ist einer drin. Muss mal schauen, wie ich das jetzt handhabe.
Ich bin doof, ich bin doof, ich bin blöd. Aber ich lebe. Leute, ich bin gar nicht da. Das ist geil. Aber ich sehe absolut nichts und niemand. Ah, da hinten. Hat er gerade gelootet? Hat er ihn gelootet? Ich hoffe, ne? Nein. Warum stand er da einfach so? Ist er doof? Nein! Ah, wenn die Hände wieder so kalt werden beim Zocken, dann kann das Aim nicht mehr so stimmen wie sonst. Ach, ich verlieren kenne ich nicht. Weißt du? So nämlich. Und dann wollte der hier lang. Aber kann ich. So, Achtung. Wie dumm! Wieso bin ich einfach weitergefahren? War irgendwie abzusehen. Bitte mal die letzte Runde jetzt. Einfach mal mit Glück gewinnen gegen die ganzen Tryhards. Was ich auch noch mir überlegt habe, wird es einen FOV-Slider geben für Konsole? Das wäre halt auch mal nett. Was hat der denn da für eine Waffe? Holla die Waldfee, wo ist er? Was schätzt ihr? Kopf, hallo. Was wollte ich sagen? Oh Gott sei Dank, ich weiß es wieder. Mit den Aufsätzen, weil die Vanguard-Waffen haben alle 10 Aufsätze aktuell und die anderen nur 5. Oh, da kommt einer. Aber wo? Ah, der hockt hier drin. Wow, ey, der, wie die sich zur Seite bewegen und man sie einfach nicht mehr sehen kann, ne? Aber ich frage mich echt, wie die das langfristig lösen wollen. Wenn da jetzt einfach 10 Aufsätze versus 5 sind. Von beiden Seiten! Also ich wurde noch nie so gesandwiched von zwei Gegnern, als wären die im Team. Oh nein. Was wäre so geil, wie ich ihn nicht kriegen kann. Bevor er seinen Loadie holt. Machen wir auch. Pass auf. Erstmal ihn. Da drüben ist einer. Leg dich hin. Scheiße, Mann. Hab ich. Nur K.O. Unter mir ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Ey, wieder der gleiche wie eben. Es ist... Nee. Er mounted. Er mounted. Wir nehmen hier heute nochmal alle Höhen und Tiefen mit, sag ich euch. Häschen hüpf. Wir müssen mal ein paar, wir müssen mal ein paar Plays machen jetzt hier. Hau rein. Und Action. Schweiß, Schweiß, Schwitzi. Was macht der hier? Haben wir? Auf entspannt. Was hat er hier? MP minus mit großer Höhe. Alles klar. Da ist einer. Den nehmen wir auch noch mit. Haben wir? Ist hier noch mehr? Ist ja übel geil. Guck mal, das Spiel belohnt mich. Jetzt gehen wir richtig rein, Tobias. Komm. Ich gehe jetzt grandios auf Kills, sag ich mal. Komm hier einfach wieder rein, Moin, Leute. Ah! Ein Häschen! Morgen? Sorry. Ist er hier noch? EM2? Noch besser? Oh! Und ui, let's go. Der hat richtig Bock. Haha. Aim. Brauche ich gar nicht, warte. Ja! Ne? Jetzt brauche ich's. Huh, die Runde mag ich. Ist hier was? Oh oh. Ja, dafür habe ich ja die EM2. Klick-Klack. Wieder einer. Habt ihr gesehen? Ist der dahinter gelaufen oder hier rein? Scheiße. Da ist er. War der das? Oh Gottes Willen, was sind das für Tryhards? Oh, der ist hier. Ich hab's gesehen. Ich hör aber fast gar nichts. Ja, auf entspannt. Guckt euch das an. Einfach mal machen und pushen. Oh, hier ist wieder meine alte Hood. Der will's bestimmt. Warte mal. Wow! Gut, dass er nicht so
viel Leben hatte. Da ist aber immer noch dicke Action. Leute, die letzte Runde hier. Das wird's. Ich spür's. Da, Gegner. Guck dir das an. Wird da oben auf den Berg geschossen. Der ist tot. Er hat ihn geholt. Aber wo ist der kleine Lurch? Das ist gefährlich, Mann. Ein Feind landet hier? Oh Gott, wo denn? Wo denn? Wer ist denn da? Hinter einem Baum. Hey, wo ist er denn? What the fuck, wo ist der? ETF? Geh doch mal in Deckung! Meine Güte. Da unten. Absoluter Tryhard. Guckt euch das an. Nein! Bam! So! Nicht mit mir! Ich schnapp mir jetzt aber erstmal das Gefährt hier. Auto. Auto. Ja, Attacke. Attacke der Attacken. Nicht aussteigen. Nein, nein. Der steigt echt aus. Kleine Sau. Und nochmal ein Prezi. Komm. Überlebt. So, wir wollen das jetzt gewinnen, ne? Was sind denn die Tryhards hier, ne? Ist nur noch der. Ja. Ich sehe nicht. Oh, Gottes Willen. Meine Güte. Er ist final weg. Aber war hier noch einer? Ich höre nichts. Sehe auch nichts. Dann fahren wir. Oh, Junge, Junge. Ich will halt auch die Kills gerade. Ich will es nochmal knacken lassen. Wo sind wir denn hier? Sind wir etwa in Warzone? Ich hätte mal Lust auf einen Spaziergang. Komm. Komm, ranpirschen. Da segelt noch einer. Will ich mich jetzt verraten? Ah, es ist blöd. Da hinten. Ziel lokalisiert. Der sieht mich nicht. Natürlich geil. Zack. Hau rein. Okay. Zone läuft immer noch, ne? Oh, und eine Drohne. Ich habe keinen Geist. Ich schau mal kurz, ob da noch was ist. Okay, wo kommen wir jetzt in welches Gebiet? Mag ich es eigentlich nicht. Gut. Ich gehe halt einfach hier mal in Richtung Lieferung. Oh, da. Achso, ich dachte, das wäre ein Gegner. Da oben. Nein. Nein. Cracked. Da kann man ja mal eigentlich ran, ne? Oh! Was macht er? Komm, 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 das ist meine Chance, die Position zu wechseln. Okay, Leute. Die letzten Sekunden dieser Runde. Da ist einer gewesen, glaube ich. Ich glaube, hier sneakt sich einer lang. Ja. Ich hau den jetzt mal kurz darüber. Und geh selber ein Stück weiter weg. Jawoll! So, oh. Wer? Da. Ich sollte snipen. Bei so einer Range sollte ich snipen. Ich gehe mal außen rum. Wobei Position oben natürlich besser ist. Aber halt nur noch zwei Leute. Hä? Ach, er. Hier rechts knallt auf ihn hier. Bruder, wer moved, gewinnt. Komm. Ich muss hoch. Komm, komm, komm. Da ist er. Da ist er. Nein. Mach die Maske ab. Leg dich hin, leg dich hin. Hab ich doch. Mann. Ich hab keine Maske. Ich hab keine Maske. War so dumm. Wegen der Zone wieder. Wegen der Zone. Und er hier gewinnt. So dumm. Wegen der Zone. Nein. Ich fass es nicht. Hier im letzten Video nochmal so ein Pech gehabt. Das kann ja nur besser werden in den nächsten Tagen.
Ich fasse es nicht, Mann. Das Gute ist, wir haben geil viel Kills gemacht und es war auch eine geile Runde, aber das hier war jetzt meine Swiss-Klasse, das ist die RAM-Klasse und ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig. Aber passt zum Video, weil das halt auch einfach das letzte Mal jetzt war auf dieser Karte. Lasst dafür gerne nochmal alles an Support, an Likes, an Kommentaren da. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, gerne abonnieren. Und das nächste Video wird am Donnerstagabend wahrscheinlich kommen und am Sonntag kommt das große Best of Warzone. Also das wird nochmal ein ganz, ganz nostalgisches Video. Ich freue mich da extrem drauf. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. 10 Uhr am Sonntag. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Gibt's doch nicht.